So, hallöchen liebe Freunde da draußen, herzlich willkommen zu Part Nummer 23 von Skyward Sword. Ich bin der Drake Man, wie ihr wisst, und ja, erstmal sorry, dass letzten Freitag jetzt kein Part kam. Oh Mann, das ist dem verschuldet, dass der Dodo ja halt letzten Donnerstag da war. Wir natürlich unfassbar viel wieder aufgenommen haben, also, naja, ich möchte zu viel verraten, falls das heute noch nicht zu sehen ist. Auf jeden Fall etwas, was sehr viel Schnitt und Renderarbeit bedeutet. Deshalb ich dazu leider nicht kam, es tut mir natürlich leid. Oh, Handschaufel wieder vergessen. Und ja, und so weiter und so fort. Das ist der Grund gewesen. Auf jeden Fall geht's jetzt aber weiter. Nach einer langen Zeit für mich mal wieder. 6.8. habe ich gespeichert. Heute haben wir Montag halt, den Tag, an dem wir das auch bekommen. Ich weiß gar nicht, welcher heute ist. Na, sagt mir das Handy. Der 11. Nur auf 5 Tagen gespielt. Na gut. Das soll uns jetzt nicht weiter stören. Ich würde sagen, wir starten direkt in the game. So, dass ich ja noch die halbe Stunde gleich starten kann. So, jetzt. Ich werde instant angegriffen. Wisst ihr noch, was ich machen muss? Ich glaube, wir müssen zum... Das heilige Wasser haben wir. Wir müssen jetzt zum Drachen. Ach, hier sind wir. Stimmt, wir waren in einem Tempel, sind da wieder rausgegangen, ne? Das heißt, wir müssen eigentlich den Rücktritt antreten. Dann machen wir uns doch glatt mal. Sie sind so nervig, die Viecher. Verschwinden aber auch nicht. Oh, ein Schädel, cool. Ich habe das, dieses Gummi abgemacht, was um die Controller normalerweise ist. Ich hoffe, das macht jetzt keine extra Geräusche großartig. Ich hoffe, meine Kopfhörer heilen nicht bei euch wieder. Aber du Witze! Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, ey. Diese Anti-Rutsch-Oberfläche ist aber auch viel zu groß, ey. Oh. So, jetzt muss ich echt mal gucken, wo wir nicht lang müssen. Oh. Bin falsch gelaufen da. Okay. Ach, da ist ein Weg, ey. Den hab ich gar nicht gesehen. Da war das südöstlich, glaube ich, der Eingang. Also der kurze Weg zum Viech. Na, das sind Herzen, gut. Das ist wieder so ein Ding. Wir sammeln die einfach ein. Ich weiß gar nicht, ob wir sie irgendwann jetzt nochmal großartig brauchen werden, aber... Egal, ob ich was schon hat man. Na, komm.
Ich bin gefragt, wie kommt man da denn rauf? Weil da ist ja immer so ein Ding. Und da auch. Ja. Müsste später umgehen. Gehen. Floriasee, da wollen wir hin, ne? Also müssen wir hier wieder lang. Da ist noch so ein Teil. Jetzt willst du nur diesen Kram geben. Was soll ich will nicht kämpfen? Ich drück immer die falsche Taste, Alter. Das ist zum Kotzen. Genau, hier haben wir, glaube ich, einen Shortcut aktiviert. Ah, ne, gar nicht. Erst noch weiter da hinten. Ja, da vorne den Shortcut haben wir aktiviert. Guck lieber nochmal. Ja. Ich bin auch nicht der Meister im Orientierungssinn. Ja, hier sind wir richtig. Gehen wir mal sein heiliges Wasser. Es ist ohne Zweifel heiliges Wasser. Schnell, schütt das in meinen Behälter. So eine Flasche, ist doch so wenig drin, ey. Jo, war immer so riesengroß. Oh, meine Kraft ist zurück. Sieh hin, das ist meine wahre Gestalt. Vor dir steht der Wasserdrache Phyrone, im Namen der Göttin, Hüterin dieses Landes. Du hast mir das heilige Wasser gebracht, Menschenkind. Mir scheint, es war nicht nur Zufall, dass du dir die Wasserdrachenschuppe verdient und die Prüfung der Göttin bestanden hast. Wie versprochen werde ich dir den Weg zur heiligen Flamme zeigen. Folge mir. Sieh! Ein Samurai-Drache. Hier findest du die heilige Flamme. Obwohl der Wasserfall diesen Eingang für viele Jahre versperrte, konnte sich dort trotzdem Kreaturen des Bösen einnisten. Jedoch sollte das für einen von der Göttin Auserwählten kein Hindernis sein. Ich bin sicher, dass wir beide uns wiedersehen werden, aber sei bitte dennoch vorsichtig. Bis bald. Jo, tschüss. Ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Also. So, nächster Dungeon. Hat ja auch mal Zeit, ne? Ist das der Wassertempel oder was? Ja, bleh. Ja, natürlich ist er das. Da gibt es Sinn beim Wasserdrachen. Ach, das Ding. Ich entsinne mich.
Höhlenheiligtum, so kann man es natürlich auch nennen. Liebe ja nicht hübsch. Aber ganz toll. Zu verwenden. Ich kann da nichts abziehen, aber ziehe einen ab, wenn man wirklich zu lang von dem getroffen wird. Ja, toll, Alter. Tolles Rätsel. Die hätten die Tür nicht auch einfach auflassen können. Ups. Ja. Triff die vier Steine, wie es die Sitten dieses Landes verlangen, und der Weg öffnet sich. Sitten verlangen. Nur wie verlangen es die Sitten denn? Zu einem Hinweis. Sein.
kein Hinweis darauf, wie man die schlagen muss, Alter. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Ich will jetzt nicht stundenlang raten, ey. Was ist denn für ein Scheiß? Irgendwo ein Hinweis versteckt, so am Boden oder so. Einfach geraten. Was ist das für ein Müll, Alter? Das ist doch... Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so richtig ist. Der Hammer. Alleine getötet. Ja. Scheint wohl richtig zu sein, aber da hinten ist was immer noch machen. Weiter anscheinend. Ja. Das geht bisher noch, ne? Das ist jetzt nicht so unfassbar nervig, außer das eben mit dem der Tür, wenn man einfach keinen Hinweis bekam. Was soll denn das? Wenn ihr einen Hinweis gesehen habt oder wisst, wo der ist, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. Okay, jetzt? Haben wir schon das Dungeon-Item? Nee, scheiße. Na gut, auch gut. Oder auch nicht, dann wir... Ah, okay. Ein Herzchen. Ich bin mit voller Energie rum. Aber ich nicht zu finden. Ja. Ich würde sagen, damit haben wir den Raum tatsächlich komplett abgeklärt. Da gehst du nur einmal im Kreis. Ja. Und dann wird jetzt der Schlüssel gefragt. Da kann man auch nochmal hochgehen. Aber ihr seht, da geht es noch nicht weiter. Da werden wir unser Dungeon halt nur gebrauchen. Das ist ja irgendwie so eine Greifklaue oder sowas. Oder eine Peitsche, kann man sich stellen können.
Aber neben Zelda gibt es natürlich die Greifklaue, ist ja klar, dass das hier ist. Ich glaube, es ist immer so eine Klaue, mit der man schon versagen kann. Und dann aber auch schwingt. Nur eine Peitsche nur mit einer Kralle vorne, Mann. Ist etwas abgewandelt. Alter, 100 Rubine liegen da einfach rum. Oh. Das muss sogar gemacht werden, guck mal. Dann mit Dödelin gemacht, also ist das richtig. Keine Ahnung, was das für Blobs sind, das wäre egal. So, dann machen wir das hier auch nochmal. Wenn wir es dann schaffen. Perfekt, was bringt das? Nichts. Ich meine, das macht ja extra diesen Sound. Naja, egal. Doch noch eine Steintafel, die lesen wir natürlich auch. Ein Symbol auf der großen Steinschaufel lehren dich die Sitten dieses Landes. Zuerst den Nacken. Als nächstes den Rücken. Dann die rechte Hand drücken. Und dann den linken Hand drücken. Hey, hier ist der Hinweis, aber... Na okay, man hätte zurückgehen können, ja. Nacken ist ja hinten, also oben, wie auch immer. Rücken ist vorne, also unten. Rechts, links, ja. Naja, wenn man von oben drauf guckt, dann wäre das oben und rechts, links. Ja, es geht noch ein paar Etagen höher. Ist der Schlüssel. Bitte, meine Analyse hat ergeben, dass sich im obersten Bereich ein großes Tor befindet. Das ist mir auch aufgefallen, danke. B, genau. Können wir nichts machen? Oh, Paraschall vergessen. Aua, 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 aua. Oh, das ist ein Herz, sehr gut. Oh nein! Wir haben vier Hände. Und der blockt sich selber. So seht ihr das? Gesetzt, ordentlich. Ja. Aber nicht. Das ist so fies. Halt so schnell, das geht gar nicht. Alter. Lord of Ficker. Das muss eigentlich immer gehen, oder? Das geht auch nicht. Come on.
da. Stepp doch endlich, Mann. Endlich. Platzt da einfach nur, ey. Guck nicht mal was. Na, mal gut. War schon schwieriger. Das ist halt, wenn man wirklich gezielte Angriffe machen muss, dann ist das alles nicht so easy. Na gut, er gibt doch was. Hier ist eine Truhe. Das Dungeon-Item rate ich mal. Weil eine Karte würde hier drehen. Da hier die Peitsche. Du hast die Peitsche erhalten. An ihrer Spitze findet sich eine magische Lichtkugel, die an den unterschiedlichsten Dingen haften kann. Drücke Z zum Anvisieren ruckartig, um die Peitsche zu schwenken, wie auch immer. Ja. Unsere geile neue Waffe. Das ist dasselbe, wo man in diese Dinger so reingehen kann, ne? Yay! Ich weiß es gar nicht. Ist das schon die Etage, wo wir selber waren? Oder war das da unten? Ne, wir sind schon eine Etage höher, aber hier ist nichts. Ich würde sagen, gehen wir noch ein höher. Da ist ja noch schon das Schlüssel, Loch und das Tor über uns. Kommen wir natürlich noch nicht durch. Na gut, dann müssen wir zurück. Ich drück doch P, B. Warum ist denn das bei diesem... Ich hab nichts passiert. Ich hab B gedrückt, der hat nichts gemacht. Diese Penis, ey. Indiana Jones. Ach, da sieht man das oben. Ah, am Rücken oben drücken. Weil das Geist nicht durch ist. Guck mal hier. Das ist ja cool, das hört man nicht. Pack doch mal das Ding weg! Achso. Bam, 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 bam. Oh, Gegner, die das brauchen. Das ist ganz cool gemacht. Und da ist die Karte, glaube ich. Genau, schön. Zeig mir das mal. Boah. Ist jetzt nicht so viel, ne? Da ist die Flamme, ja. Ja, aber wie kommen wir jetzt weiter? Ich glaube, ich weiß, glaube ich.
Entschuldigung, Leute. Da sieht man da auch nochmal ein Symbol, ja. Kann man damit nicht umdrehen. Blablabla. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier mal weiter. Schweigen, schwimmen hier mal weiter. Halbe Stunde drin. Greif mich an. What the fuck? Sagen wir mal gucken, was haben wir noch? Ein kleines Trüchchen. Ja. Das ist natürlich jetzt fraglich, ne? Kann man mit der Peitsche da durchgreifen? So, gucken wir noch mal kurz rein. Was uns erwartet. Wollen wir wissen. Okay, töten wir noch schnell. Ein Schlag des Todes? Alter. Was für ein Loop. Ich hab bestimmt die ganze Zeit wie das Kabel noch so verklatscht. Lieber. Na gut, aber hier würde ich sagen, kommen wir auf. Eins müsste das sein. Richtig. So. Läuft doch, oder? Läuft ganz gut. Würde ich sagen. Und ja, falls es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Däumchen nach oben da. Das würde mich freuen. Und ja, ihr dürft natürlich auch gerne abonnieren. Das hilft und ihr bekommt natürlich, wie schon so oft gesagt, die neuesten Videos bei euch direkt an eure Hauptseite geklatscht. Ja, das war's denn auch schon. Und wenn ihr noch weiteren Scheiß sehen wollt, dann schaut euch ja die Playlisten an oder schaut mal bei unserem ganzen Social Media Kram vorbei, wie Facebook, Twitter, Twitch, etc. Alle Links wie immer unten in der Beschreibung. Kommentiert gerne, was das Zeug hält. Ja. Zu guter Abschluss, ja klar. Zum guten Abschluss, sage ich noch. Es war mir eine Freude, für euch ein Video gemacht zu haben. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns und hören uns das nächste Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag und eine holsame Nacht. Haut da rein. Tschüss.